Ja, sehr bitter natürlich. Ich glaube, wir haben das ganze Spiel geführt und dann in der allerletzten Sekunde verlieren wir es noch. Ja, wir haben jetzt keine Punkte. Es ist natürlich schade. Ja, es ist natürlich extra schade, dass man gegen so eine Mannschaft zu Hause so gut spielt und am Ende keine Punkte hat. Das ist ja bitter. Ja gut, heute ist natürlich extrem bitter. Also wenn ich es richtig im Kopf habe, waren wir über die komplette Spielzeit vorne, ein einziges Mal hinten und das nach Ablauf der regulären Spielzeit. Also ich glaube, weiß gar nicht, ob ich in all meinen Jahren mal bitterer verloren habe als heute. Tut natürlich weh. Trotz allem haben wir ein gutes Spiel gemacht, können wir uns zwar nicht viel von kaufen, aber auf die Leistung können wir zumindest aufbauen. Und ja, dann müssen wir einfach im nächsten Spiel schauen, dass wir uns die Punkte wieder irgendwie zurückholen. Ja, das ist sehr wichtig. Also es hilft uns enorm und ich denke, heute hat man von Anfang an gesehen, dass sowohl die Zuschauer als auch wir Spieler Vollgas gegeben haben und das haben wir uns gegenseitig gepusht und ich denke, das war ein Grund, warum wir heute gegen Berlin so stark gespielt haben. Das war sehr wichtig. Das haben wir auch vor dem Spiel uns vorgenommen, dass wir die Zuschauer mitnehmen und die waren alle da. Es war ausverkauft, trotz dieses Wetter und es war super. Ja, in erster Linie an die Leistung heute anzuknüpfen und dann denke ich, ist auch beim BHC was möglich. Allerdings spielen die auch eine richtig gute Saison. Wird natürlich sehr, sehr schwierig. Wir haben das Hinspiel hier mit einem Tor verloren, also haben wir noch was gut zu machen und dementsprechend wird man da voll motiviert ins Bergische fahren. Ja, wir haben, glaube ich, das Hinspiel knapp verloren und müssen wir halt versuchen jetzt zu gewinnen. Ich glaube, es ist eine Mannschaft auf Augenhöhe, obwohl die mehr Punkte haben als wir, aber ich glaube, wir können dort gewinnen, ja.